So Leute, weiter geht's. Ich habe ja gesagt, wir werden jetzt hier, ja, was habe ich denn gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir werden uns mit dem hier beschäftigen. Ja. Sulchard Kau. Ja gut, da haben wir schon eins. Dann machen wir uns doch mal mit ein bisschen. Die Quarry läuft übrigens auch. Ja. So, hier ist ein Soul Cage. Sehr schön. Das sind die ersten Sachen, die wir brauchen. Dann brauchen wir hier so ein Wireless Redstone Zeug. Ein Transmitter brauchen wir. Aber mir so eine blöde Kugel. Oh. Kein Redstone mehr. Kein Redstone mehr. Das ist so eine Schweinerei. Ich habe hier übrigens solche Vintium-Torches. Ja, die gehen so. Einfach, ich habe das ganze Vintium, was ich hatte, habe ich zum größten Teil einfach zu Torches gemacht und habe die immer auf der Insel ein bisschen so weitläufig verteilt. Die hindern in der Nacht Mobs vom Spawn. So, was hast du? Nix. Nichts, was ich brauchen würde. Absolut nichts. So, was hast du? 27 Redstone. Naja. Die Ausbeute könnte jetzt ein bisschen größer sein, ne? Also, Moment mal. So. Den Rest nehmen wir mal mit. Soweit wie es geht. Dann werden wir die Miner jetzt erstmal versetzen, dass die uns ein bisschen Redstone irgendwann besorgen. Ich denke mal, die Quarry ist noch gar nicht so weit, dass wir auf Redstone-Ebene sind. So. Dann kommt das alles mal hier rein. Ja, die Erze kommen jetzt auch hier rein. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe hier hinten einfach bloß einen Export-Bus und habe gesagt, der soll das ganze Erz hier reinmachen. Und der pulverisiert mir das dann. Ja? Und bei Bedarf kann ich einfach von oben Stacky rausnehmen und das unten in den Dinger reinpacken hier. In die Furnace. Ja. Vielleicht automatisiere ich das auch, dass man einfach sagen kann, okay, hey, mach mal. Weil ich will das nicht gleich alles machen. Ne? Wir brauchen ja den Dust auch ab und zu mal. So, was hast du? Sehr schön. Gut, da haben wir sogar noch Platz. Dann können wir den Miner sogar versetzen. Fertig. Gut. Dann kommst du mit. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Jetzt Inventar voll. Hier, genau, fort. So. Dann setzen wir den einfach mal. Ja, hier hin. So, Miner. Die Bedbox. Die Solarzelle. Der Geo. Zack. Dann, brauchen wir die Kiste und so. So. So, Kiste. Kiste. Ja. Von mir aus auch so. So, dann dürfte er hier schon schaffen. Dann legen wir die restlichen Pipes da rein. Und dann kann der loslegen. Dann holen wir da unten noch ein paar Sachen raus. Ja, dass er jetzt keinen Redstone gefunden hat, das ist mir ja ein arges Ding. Dann gib mir mal da noch Sachen mit hier. So. Dann räumen wir den Orklay leer und setzen den hier hin, irgendwo. Weiß gar nicht, ob der hier schon irgendwo war. Ich glaube nicht. So.
Gut. Das legen wir mal hier rein. Das brauchen wir nachher. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Redstone. Sonst wird das nichts. So. Gut. So. So, alles weg. Die Wrench, die könnte ich da mal in der Bedbox aufladen. So, da legen wir gleich nochmal nach. So. So, die Bedbox. Machen wir mal meine Wrench voll, bitte. So. Gut. Dann ist der auch fertig. Zack, zack. So. Das hat gepasst. Ja, wo setzen wir denn jetzt hin? Lass mich mal einen Moment überlegen. Komm, wir setzen den jetzt mal hier an den Strand hin. So. Zack. So, Mining Pipes und den Drill. Moment. Ja, eins am anderen, halt. So. Dann komm schon noch rein. Die Pipes auch da rein. Okay. Dann wurschtel du mal. Dann wollen wir gleich mal nach der Quarry schauen. So, genau. Das Linking Book. Ich weiß nun, wie das geht. Und zwar geht ihr hier rein und nehmt ein Link Panel. Ja. Dann nehmt ihr euch ein Leder und verbindet das miteinander. Und schon habt ihr ein Unlinked Link Book. Ja. So. So geht es. Und dann können wir hier ganz gemütlich in die Age rein. Und natürlich die ganze Zeit regnet. Wollen wir mal schauen. Ach, Herr Emine. Er ist doch schon ganz weit unten. Ja, das mit dem Wasser war nicht so geplant. Aber naja, das machen wir später einfach weg. So. Genau. Dann brauchen wir wieder Redstone. Hier, da brauchen wir wahrscheinlich zwei solche blöden Perlen. Bin mir nicht ganz sicher. Obsidian Toolrod. Ich will es feiern. Obsidian Stick. Ah, okay. So. So. Was brauchen wir hierfür? Brauchen wir auch nochmal so ein Ding. Okay, dann machen wir gleich die zwei weg. Brauchen wir wieder einen Obsidian Stick. Und ein Transmitter, eine Steinbohle, das hier und das. So, sehr schön. Dann haben wir das. Dann brauchen wir einen Grinder. Einen Grinder, genau. Ein mal das, ein Buch, Pisten, ein Buch. Ein Buch. Haben wir ein Buch? Hallo Buch. Ein Leder haben wir noch. Na schön. Wir kriegen ja bald mehr Leder. So, das. Lass mich da raus. Und Papier. Ja. Komm. So. Dann ein Buch bitte. Und tja, einen Grinder, sehr schön. Dann brauchen wir, ne, wir brauchen eigentlich nichts mehr. Das war's eigentlich schon. Dann brauchen wir noch ein paar Fences. Ja, wir haben ja jetzt hier genug Holz, also können wir uns auch genügend Stickies machen. Junge, habe ich viele Sticks.
Wann habe ich denn die gemacht? So, 64 Zäune. Dann nehmen wir uns das mit. Dann hätte ich gern noch einen Schalter. Vorerst. Und ein bisschen Holz. So. Achso. Bevor ich es vergesse. Ein paar Conduits. Ja. Einfach. Weil wir es brauchen, wahrscheinlich. So. Dann könnten wir ja theoretisch. Abholen. So. Wo bauen wir denn die Mu-Farm hin? Ich würde sagen, hier irgendwo. Haben wir da nicht irgendwo eine Sichel? Ja. So. So, sehr schön. Buddeln wir hier ein bisschen frei. Ich glaube, dass das so reicht. Wir hätten es auch auffüllen können, ja. Aber sei es mal drum. So, ganz ein Schmarrn da weg. So. Jetzt lass mir mal überlegen. Wenn der Grinder hier sitzt, dann sollte das ja, das passt schon so, ja, ist völlig in Ordnung. So, dann kommt der Soul Cage hier hin. Da könnt ihr euch, wie das Ganze funktioniert, da könnt ihr euch mal ein Spotlight anschauen zu dem Mod. Und dann kommt die Kuh hier rein. So. Genau. Und wenn der jetzt hier dann Saft bekommen würde, wie macht man das am dümmsten? Oder können wir da eigentlich direkt hier gehen? Schauen wir mal. Vielleicht, na, das wollte ich jetzt nicht hier so. Ah, seht ihr? Hey, hey, halt, Moment. Jetzt haben wir keine Kiste dabei. Ja, und zwar brauche ich eine Kiste. So. Ja, genau, so rein mit. So, jetzt hat er ja natürlich noch das Fluid-Zeug. Sollen wir mit einem Endertank lösen? Ja. Ja, wir mit dem Endertank machen. Wird wahrscheinlich das Beste sein. Ach so. Ich brauche ein paar Fluiducts. Nein, nicht Fluid, doch Fluiducts. Ne, wenn wir einen Endertank drauf machen, dann passt das eigentlich direkt. Na, ihr seht. Hier fehlt noch so eine scheiß Torch. Schon entzaubert und Bogen, Alter. Das geht bei dir. So. Dann kommt das hier rein. Die Seeds landen hier drin. Dann brauchen wir Item. Duct. Dann brauchen wir. Mal überlegen. Ein Endertank, genau. Was fehlt denn jetzt? Die Wolle schon wieder, ey. Das ist ein Elend. Dann müssen wir uns halt ein Schaf holen. Na komm. Du bist grau? Oder bist du weiß? Ja. Gut. Ah, bleibst du wohl hier.
weiß auch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt drauf habe. Ach nee, das war mit Ding. Man konnte, wenn man den Mod Dartcraft drauf hat, konnte man Kühe scheren. Ja. Dann ist das Leder genauso nachgewachsen wie die Wolle. So. Dann hätte ich da gern noch eine passende Farbe dazu. Ja, grün wäre eigentlich ganz nett. Aber das haben wir ja nicht, ne? Grüner Farbstoff. Ja, super, ey. Leim. Binnikor. Tja. Grün, grün. Dann machen wir es halt weiß, weiß. Ja. Ist jetzt eine gute Frage. Lasst mich mal kurz nachdenken. Wo haben wir denn unseren Farbstoff? Red. Rose Red. Rose. Wo haben wir denn unseren Farbstoff eigentlich hingeballert? Wir hatten doch mal einiges. Moment. Das interessiert mich jetzt schon. Wo sind unsere Blumen hin? Okay. Ja, hier ist auch noch nicht hell genug. Ja gut, die Dinger hier, die spawnen so oder so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einmal rot. Einmal gelb. Lasst mich bloß in Frieden, ey. Ich habe nichts mehr zu essen. Doch, Apfel. Ein Apfel. Lass mich in Ruhe. Na, ja, es reicht nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Naja. So, dann. So. Dann werden wir. So, das reicht jetzt nicht. Ja, doch, natürlich. Wir machen das einfach so. Ja. Einen Tank dazu, wenn wir jetzt. Ja. Iron Tank Wall. Da brauchen wir auch welche davon. Da können wir gleich einen Tank irgendwo hinsetzen. Dann könnte man eigentlich. Ja, poltert noch nicht hier. Ja, schlecht. Dann muss er halt hier hin. Dann lasst man hier halt in die Wand ein. Das macht überhaupt nichts. Das ME-System läuft jetzt übrigens mit an dem ganzen Ding hier. Ja, also ein Teil der Energie geht hier hoch zum ME-System. Der andere Teil fließt hier mit in das rein. Ja, dass wir da ein bisschen mehr Saft haben. Ja. So. Tank. Achso, Moment. Dann lassen wir nochmal eins ein. So, hier ein Ventil und können wir hier ein Ventil machen. Ja, dann können wir hier. Da so ein bisschen. So. Ja, dann kommt der eine Endertank einfach hier hin. Ja. Da sieht es nicht ganz so. Ja, es passt schon so. So. Ah.
Und hier vorne kommt das Glas rein. So. Und hier kommt irgendwo wieder eine Fackel hin. Hier hin. Ja, passt. So, sehr schön. Dann kann das weg. Und das weg.